Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in die elektrische Eisenbahn von 1980 geben. Ich stelle euch die vier klassischen Lokomotiven bis 86 vor und die Gebäude aus dem Standardsortiment. Bereits im Jahr 75 hat es 6 unterschiedliche Sets mit eindeutigem Bahnhofbezug gegeben. Diese habe ich euch schon in meinem ersten Video vorgestellt. Wir sehen Eisenbahnschaffner, Bahnhofsvorsteher, Gepäckträger und Reisende. Einige dieser Sets waren bis 1980 im Sortiment. So lange mussten die Figuren nämlich auf den Zug warten. Im Katalog von 1980 wurde die Eisenbahn für Oktober 1980 angekündigt. Es fahren 2 Züge ein, aber es gibt noch keinen Bahnhof. Im Jahr 81 kam die erste Haltestelle. Im Katalog von 81 haben wir bereits eine 8-seitige Beilage rein über das Eisenbahnthema. In den folgenden Jahren wird die Playmobil-Spielbahn aus dem Standardkatalog herausgenommen und bekommt einen eigenen Spielbahnkatalog. Im Jahr 87 kam die Western-Dampflokomotive, diese werde ich euch heute nicht zeigen, sondern in einem eigenen Western-Video, das ich für Anfang Juni plane. Playmobil legte großen Wert darauf, dass die Spielbahn keine Modellbahn für Bastler und Sammler wird. Es soll eine robuste und einfache Spielbahn für Kinder bleiben, die auch draußen funktioniert. Deshalb hat Playmobil das Schienensystem der Firma Lehmann Großbahnen aus Nürnberg übernommen. Es handelt sich um die Spurweite 45 mm im Maßstab von 1 zu 22,5. Das wäre in Wirklichkeit eine Schmalspur. Deshalb sind die Lokomotiven vorbildgerecht mit der Baureihennummer 99 beschriftet. Das war früher bei der Bundesbahn die Schmalspur-Dampflokomotiven. Die Schienen sind hochwertige Messingschienen auf Kunststoffschwellen. Neben den normalen Schienenverbinder gibt es noch Plastikverbinder, damit die Schienen im Betrieb nicht auseinanderrutschen. Zu Beginn wurden die Schienen in der originalen LGB-Packung verkauft. Wir sehen hier eine Packung mit einer Weiche. Bei Playmobil war der Schienenradius R1 60 cm. Das heißt, ein Kreis hatte mit der Schienenbreite einen Durchmesser von 130 cm. Die LGB-Schienen werden heute noch hergestellt und sind heute noch erhältlich. Das ist praktisch, wenn man zum Beispiel einen größeren Außenradius R2 benötigt. Oder wenn man einfach die Schienenverbinder austauschen will. In der Zugstartpackung war nur das Gleisanschlusskabel enthalten. Den Transformator musste man sich extra kaufen. Für einen normalen Schienenkreis reichte der kleine Transformator mit 10 Ampere. Für eine größere Anlage wurde der größere Transformator mit 30 Ampere empfohlen. Die Fahrspannung war maximal 16 Volt. Schauen wir uns jetzt das erste Zugset an, den Personenzug von 1980. Es ist eine kleine Schmalspur-Lokomotive von der Baureihe BN2 mit 2 gekuppelten Achsen. Die Stromaufnahme erfolgt nicht über die Räder, sondern über getrennte Schleifer. Die Achsen sind hier nicht gekuppelt, sondern die angedeutete Treibstange ist mit einem Bolzen nur an einem Rad befestigt. Die Aufstiegleiter ist hinten. Wir sehen den Dampfkessel, das Spitzenlicht, der Schornstein
ist abnehmbar. Ein findiger Bastler kann ihn auch mit einem handelsüblichen Rauchgenerator ausstatten, Dampfdom mit Sicherheitsventil, Sanddom, Wasserkasten, der Kohletender. Hinten gibt es kein Licht. Was für Playmobil wichtig ist, sind die vielen Handgriffe und Werkzeuge. An der Rückseite des Führerstandes haben wir 4 Halter für Werkzeuge. Bei der Dampflokomotive sind aber nur 3 Werkzeuge dabei. Die Kohleschaufel, der Ascheschieber und der Schürhaken. Hinten haben wir einen Schieber für die Kohle. Bei diesem Zugset sind 3 Figuren dabei. Für die Lokomotive gibt es nur den Heizer. Der Zugführer ist nicht enthalten, man muss sich selbst eine Figur hineinstellen mit einer Schirmmütze als Zugführer. Am Dach befindet sich eine angedeutete Glocke. Die weiteren Figuren in diesem Set sind eine gelbe Frau mit weißem Sommerhut, mit Gepäckwagen, mit 2 grünen Koffern in Wirklichkeit und den Zugführer. Man erkennt ihn an der roten Schärpe. Er hat ein Fahrplanheft in der Hand und eine Signallaterne. Im Zugset sind 2 Personenwagen enthalten. Alle Playmobil-Waggons haben denselben Unterbau mit 2 Achsen, die leicht drehbar sind. Vorne haben wir die gefederte Kupplung. Durch einen Druck kann man den Waggon entkuppeln. Beim Einstieg haben wir eine angedeutete Handbremse. Es sind Aufkleber dabei für 4 verschiedene Bahngesellschaften. Wir haben hier, wie es früher war, erste, zweite Klasse Nichtraucher, Raucher. Im Waggon sind 4 Sitzplätze und 2 Haltestangen. Man muss aufpassen, dass diese Haltestangen nicht verloren sind. Unter dem Dach haben wir eine Gepäckablage für Koffer und Taschen. Jetzt können wir den Zug ruhig eine Runde fahren lassen. Wir sehen, wie das Spitzenlicht schön brennt. Vom zweiten Zugset, vom Güterzugset, habe ich nur die Lokomotive. Es waren alle Lokomotiven und Waggons auch immer getrennt erhältlich. Es ist eine schöne Güterzug- oder Verschiebelokomotive. Wir sehen, dass die Räder keine Treibstangen mehr haben. Die Aufstiegsleiter ist beim Führerhaus. Wir haben ein Spitzenlicht, wir haben 2 Beilstangen. In der Kabine fehlt natürlich das Dampflokwerkzeug. Es ist nur ein Feuerlöscher enthalten. Wir haben Anzeigetafel und 2 Steuerräder. Es sind 3 Figuren dabei. Der Rangierer, der hier im Führerstand steht, und 2 Eisenbahnmitarbeiter mit einem Gepäckwagen. Bei diesem Zugset wäre ein offener Güterwagen und ein gedeckter gelber Güterwagen dabei. Diese habe ich natürlich nicht. Deshalb lasse ich die Lokomotive eine Runde mit den Personenwagen drehen, wie es ja bei kleinen Schmalspurbahnen auch oft vorkommen kann. Wir sehen hier, dass auch in der Langsamfahrt alles gut funktioniert. Das Spitzenlicht leuchtet beim roten Kunststoff ein wenig durch, aber das macht nichts. Ich lasse jetzt den Zug in der Warteschleife parken. Jetzt kommen wir zur dritten Lokomotive. Es ist die Königin der Playmobil-Dampflokomotiven. Wir sehen im Vergleich zur kleinen zweiachsigen Lokomotive ein viel, nicht ein längerer, sondern auch ein
größerer Dampfkessel. Diese Lokomotive hat zwei Motoren. Deshalb hat sie besonders gute Fahreigenschaften. Wir sehen hier die zwei angetriebenen Achsen mit denselben angedeuteten Kuppel- und Treibstangen, die in den Zylinder reichen. Und vorn haben wir noch eine nicht mit dem Rahmen verbundene drehbare Laufachse. Diese Achsfolge gibt es in Wirklichkeit nicht, aber sie schaut auch hier relativ schön aus. Die Lokomotive hat drei Spitzenlichter. Sie hat sehr schöne Windleitbleche, die sehr schön ausschauen, auch wenn es die Windleitbleche erst bei 80 Stundenkilometer braucht. Die Glocke ist nicht am Dach, sondern vorn. Das Dach ist länger gezogen und schaut hinten nach oben. Im Führerstand fehlen hinten die Werkzeughalter. Deshalb sind Schürhaken und Ascheschieber am Tender aufgesteckt. Figuren sind hier zwei Figuren dabei, Heizer und Lokführer, wie es bei einer Lokomotive sein soll. Der Einstieg erfolgt von hinten über die Treppe am Tender. Es gibt links und rechts eine Tür und es gibt einen Schieber, um die Kohle herauszulassen. Jetzt lassen wir diese Lokomotive eine Runde fahren. Von den Güterwagen habe ich nur wenige. Ich habe hier den Kesselwagen und den Niederbordwagen. Der Kesselwagen, den gibt es in Shell-Ausführung und später in Esso-Ausführung. Wichtig ist, man hat hier denselben Unterbau. Über eine Treppe kann man eben den Kesselwagen besteigen und man kann ihn mit echtem Wasser befüllen. Dann gibt es unten einen Auslaufstutzen. Und es ist ein Schlauch dabei, um den Inhalt zum Beispiel in die Treibstofffässer abzufüllen, die man dann im Güterschuppen beladen kann. Ich habe hier dann auch noch den Niederbordwagen. Die Rohre gehören zum Runkenwagen. Der Runkenwagen ist ein Flachwagen mit eingesteckten Runken. Diesen Flachwagen gibt es auch mit diesen Ladungssicherungskeilen. Diese sind in der Länge und die Radkeile in der Breite beliebig verschiebbar, sodass man alles laden kann. Normalerweise ist das für ein Fahrzeug gedacht. Man sieht den Waggon auch oft mit dem Zirkusanhänger. Ich habe hier zwei Traktoren aufgeladen. Das ist schon die Grenze, die Platz hat. Jetzt kommen wir zur vierten Lokomotive. Es ist der Bauzug von 1986, war bereits im 85er Katalog. Ich habe ja den Güterzug auf der Warteschleife geparkt. Ich habe hier eine Weiche mit Stromunterbrechern. Ich habe hier zwei Kreisschleifen abgetrennt mit Stromunterbrecher und kann hier den Strom einschalten und bei der zweiten Schleife den Strom ausschalten. Jetzt kann ich mir den Güterzug mit demselben Stromkreis herholen. Den Bauzug wollte ich sagen.
Der Bauzug ist sehr realistisch gestaltet. Wir haben vorn die Kabine mit der Steuerung. Wir haben zwei Bauarbeiter mit gelben Helmen. Hinter der Kabine haben wir Steckmöglichkeiten für Werkzeug und wir haben den Auspuff und Dieseltank angedeutet. Sehr interessant bei diesem Bauzug ist der Kipper. Es ist ein Zwei-Seiten-Kipper. Die Bordwände kann man aufklappen. Man kann dann die Verriegelung kann man links und rechts lösen. Jetzt löse ich sie auf einer Seite. Und dann kann man unten mit dem Kippmechanismus abkippen. Eben wie gesagt, der Seitenkipper auf diese Seite. Und dann kann man umschalten, die andere Seite lösen, die andere Seite fixieren. Und dann müsste man auf die andere Seite kippen können. Genau, wenn die Schaufel nicht im Weg wäre. Hier sehen wir nochmal den Kippmechanismus und auch den Verriegelungsmechanismus. Aber hier ist das Werkzeug im Weg. Der Bauzug hat auch einen Baukran. Man kann die Stützen ausfahren und man kann die Stützen auch verriegeln. Jetzt sind die Stützen fix. Der Baukran, der Greifer ist derselbe wie vom Muldenkipper, aber er ist hier mittig montiert, deshalb kann man ihn schwer einklappen. Man kann mit ihm gut Sand und Steine und Kies aufladen. Der Bauzug hat noch einen Niederbordwagen als Anhänger in gelber Farbe. Wir haben eine große Werkzeugkiste und zwei Treibstofffässer mit Ölkanne. Das war jetzt die vierte und letzte Lokomotive, die ich euch heute vorstellen wollte. Jetzt kommen wir zu den Gebäuden. Der Bahnhof kam 1983 heraus. Es ist ein Fachwerkhaus in der Breite von 3,5 Häusern. Das heißt die gleiche Grundfläche wie das Krankenhaus. Jetzt schauen wir uns den Bahnhof von vorn an. Hinten hat er nämlich Flachgauben und vorn hat er Spitzgauben. Bei einer Spitzgaube haben wir die Bahnhofsuhr. Der Bahnhof hat vorn und hinten ein Doppelbogenelement. Durch dieses Doppelbogenelement kommt man in die Bahnhofshalle. Das Nebengebäude ist ein Dienstraum, in diesem Fall für den Eisenbahnschaffner. Es sind eine Reihe Figuren dabei, eine Familie, Mann, Frau, eine zweite Frau und zwei Kinder. Mit einem Gepäckwagen. Auf der anderen Seite haben wir ein Vordach. Das ist das Vordach von der Safari-Station. Der ganze Bahnhof steht auf schwarzen Grundplatten wie die Safari-Station. Wir sehen hier, wie die Wandelemente eingesteckt werden und vorn die Gehsteigelemente werden dann unten eingehängt. Das zweite Gebäude, das 83 herausgekommen ist, ist der Güterschuppen. Beim Güterschuppen haben wir denselben Fachwerkunterbau wie bei der Safari-Station, nur ohne die Seitenstreben. Es gibt flache Abdeckungen. Ebenfalls gibt es Abdeckungen für die Ladekante. Neue Elemente sind die Schiebetüren. Die Grundfläche
ist von 4 Fachwerkhäusern. In der Mitte haben wir die 2 großen Grundplatten und auf den 2 Seitenteilen haben wir jeweils 2, insgesamt 4 halbe Deckenelemente. Wie beim Bahnhof haben wir hier einen Schalter. Beim Bahnhof war das ein Fahrkartenschalter, Fahrkarten und Zeitkarten. Und hier ist die Warenannahme und die Warenausgabe. Der Güterbahnhof hat das Schild Güterabfertigung und auf der anderen Seite hat er auch eine Safari-Veranda. Es sind 2 Aufgänge für Fahrzeuge und 2 Treppenaufgänge. Wir haben 2 Figuren dabei, eigentlich ist das ein Heizer und einen, das war eigentlich früher der Gepäckträger. Es sind sehr viele Kisten und Fässer, 4 Holzkisten, 2 Metallkisten, ein rotes und ein weißes Fass, 3 Holzfässer, eine Mülltonne und 2 Koffer sind hier dabei bei der Güterabfertigung. Jetzt kommen wir zur Haltestelle Neustadt. Wir haben einen Bahnsteig mit einem Gleisübergang, den ich hier nicht habe. Das Wartehäuschen ist dieselbe Konstruktion wie das Bahnhofskiosk. Wir haben ein Schild und eine Uhr. Es gibt einen Zuganzeiger, den man ausklappen kann, und einen Fahrplan. 2 Sitzbänke und die Figuren. Der Bahnhofsvorsteher, die gelbe Frau mit gelbem Kind und der grüne Mann mit der grünen Frau. Es gab auch einen Bahnsteig Bergheim 1980. Das letzte Set, das ich euch vorstellen möchte, ist der große Portalkran. Der große Portalkran überspannt 3 Bahngleise. Wir haben eine Aufstiegsleiter für den Kranführer. Der Kran befindet sich auf einem großen Träger, wie er auch beim Drehschemelwagen verwendet wird. Der Kran kann fahren und er kann sich drehen. Man kann den Greifarm heben und senken. Und man kann die Last ablassen und anheben. Wir sehen, wir haben hier nicht den kleinen Kranhaken vom Abschlepper und vom alten Autokran, sondern wir haben schon den neuen Kranhaken vom neuen Autokran. Dieses war das letzte Set, das ich euch vorstellen wollte. Zum Bahnhof gehört aber auch immer das Bahnhofskiosk. Wie gesagt, das Bahnhofskiosk hat dieselbe Bauart des Wartehäuschens in blauer Farbe. Wir haben einen breiten Kaugummiautomaten und einen schmalen Kaugummiautomaten. Innen 2 Regale. Die Biermarke wurde auf Boxbräu München, von Löwenbräu auf Boxbräu geändert. Wir haben verschiedene Schilder und Aufkleber. Eine aufklappbare Theke mit einer Stütze. Eine Flagge für Eis. Und ein Kioskschild. Zum Kiosk gehört auch der Fahrradständer, wie er eigentlich vor jedem Bahnhof hingehört. Ein weiteres Set zum Stadtthema
ist hier der Eisverkäufer. Der ist auch oft vor den Bahnhöfen zu finden. Auch ein sehr nettes Set mit dem Eiswagen und mit dem Schirm. Vor dem Bahnhof haben wir auch noch eine Telefonzelle mit einem Münzfernsprecher für die heutigen Kinder, ein Stück Telekommunikationsgeschichte. Daneben der Postkasten, ein Postbote mit dem alten Postmotorrad, dieses Set stammt nämlich von 79, und dem Postboten, und es ist ein Herr mit Pelzmütze und eine Frau mit Schuhen dabei. Hier sehen wir noch ein Gepäckswagen. Er hat normalerweise zwei Anhänger und der Gabelstapler ist gerade dabei, den LKW zu beladen. Aber das hatten wir ja schon beim Fahrzeugvideo. Jetzt bin ich eigentlich am Ende angelangt. Ich wollte euch noch gerne eine Rundfahrt mit der Dampflokomotive anbieten. Jetzt muss ich schauen, wie das am besten funktioniert. Ich werde das Telefon am besten auf den Kesselwagen setzen. Und dann lassen wir die Reise losgehen. Ja, man sieht ja das. Nicht viel. Aber mindestens war das ein Zufall. So. Und mit dieser Zugfahrt möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns die nächste Woche noch sehen. Ach, was gibt es die nächste Woche? Die nächste Woche gibt es ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Es wird nämlich in unserer Kleinstadt eine fliegende Untertasse landen. Es geht um das Blemospace-Thema. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.